こちらのシュトーレンを持ってきました。Ja, doch, also japanischer Stollen schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, mhm. Überraschend noch... sehr gut. Mhm. Hi, Nema-san, konnichiwa, Lena des. Kiowa! Kiowa? Was ist Kiowa? Heute. Ah, Kiowa! Mecha, mecha, oishi! Hi, Nema-san, konnichiwa, Lena des. Hi, Nema-san, konnichiwa, Lena des. 今日は両親と一緒に動画を撮りたいと思います。今日の動画のテーマはこちらのシュトーレンを持ってきました。シュトーレンがドイツのクリスマスの時期のケーキになってるんですけど、日本でも最近すごく人気になってきたから、ドイツ人が日本のシュトーレンはどんな反応をするかを聞いてみたいと思います。 Ich habe selbst gebackenGenau. Also du hast diesen wunderschönen Stollen hier gebacken. Ja. Und mit Marzipan. Mit Marzipan, das die Japaner nicht toll finden. Genau, schön. Und deswegen hatten 90% der Stollen, den es in Japan gibt, auch kein Marzipan. Gibt in Deutschland auch jede Menge. Stollen ohne Marzipan. Ja. Ja, das schon. Ich kaufe allerdings den echten deutschen Stollen immer bei Kaldi. Das ist so ein Importshop. Da gibt es dann wirklich ab Ende November oder sowas, den ganz normalen, also mit deutscher Beschriftung und alles, kommt direkt aus Deutschland und dann eben auch mit Marzipan. Aha. Weil alle anderen Stollen, und mittlerweile ist es wirklich so, dass du im Supermarkt Stollen kriegst und in den ganzen Kaufhäusern, in den ganzen Bäckereien und sowas. Und das Witzige ist aber, dass die Japaner Stollen nicht als Kuchen ansehen, sondern Brot. Ah, was okay. Als Brot? Ja, aha. Weil das halt hart ist und so aufgeschnitten wird wie Brot und auch in dem japanischen Braunbrot oder sowas halt auch Rosinen oder sowas drin sind und Nüsse. Ah. Ah. Und wenn da halt kein Marzipan drin ist, dann könnte es auch Brot sein. Okay. Also für uns ist es kein Brot. Nein, für uns ist das kein Brot. Für uns ist das eine Süßigkeit, ein Kuchen. Das Witzige, was ich jetzt gesehen hatte, als ich bei Kaldi war, sind diese zwei Stollen, die ich hier gekauft habe. Du darfst das mal ganz kurz hier halten. Und zwar sind das diese zwei Packungen hier. Und da steht Wa no Shitoren drauf, was japanischer Stollen heißt. Ah. Das heißt, da ist wohl irgendjemand hingegangen und war ganz kreativ und hat japanische Ingredienzen dafür hergenommen, um einen japanisch angehauchten Stollen zu machen. Das hier unten, weil grün, das ist mit Matcha-Geschmack. Da bin ich gespannt. Ich fast gedacht. Ja. Ja, gell? Und das ist nicht nur Matcha, sondern irgendwo stand es auch noch. Weiße Bohnenpaste ist drin. Ah. Orange Peels. Lemon Peel, ja. Rosinen ja, und Apfel. Oh, okay. Nicht normal. Also, ja, aber so das Ganze, glaube ich, das Interessante an der Sache ist natürlich dann hier, dass man Matcha hat und weiße Bohnenpaste anstatt Marzipan. Also zum Beispiel diese Wagashi, die japanischen Süßigkeiten, die man mit der Teezeremonie isst, die sind oft wunderschön so in Blumenform oder in der Form von einem Blatt oder keine Ahnung. Und das wird mit weißer Bohnenpaste gemacht, damit man es einfärben kann. Ah, aha. Also wenn du irgendwo so ein rosanes Süßigkeit hast oder sowas, dann ist das halt mit weißer Bohnenpaste gemacht, die dann eingefärbt wird. Weil rote Bohnenpaste ist halt an sich schon rot. Ja. Und das geht dann nicht. Ah, das ist weit. Ich habe mich immer gefragt, was es ist. Also andere weiße Bohnen. Weiße Bohnen. Genau. Gut, dann können wir einfach und mal hier. Zweite. Achso, gut, dann machen wir mit dem zweiten gleich noch weiter. Dieser zweite hier ist auch sehr interessant. Da steht hier vorne schon alles drauf. Da haben wir einmal mit Maronenmehl. Steht da aber. Sehr gut. Dann wieder weiße Bohnenpaste. Dann Walnüsse. Und Yuzu Peel. Was ist das ist die andere Zitrone. Ach, das ist Zitrone. Also anstatt jetzt Zitronen und Orange da drin zu haben, ist da jetzt halt Yuzu drin. Also auch japanisch. Klingt gut. Genau, fand ich auch. Klingt sehr interessant. Ja.
Und dann können wir einfach mal hier mit dem Matcha anfangen. Ja, der sieht toll aus. So schön grün. Ich bin ja froh, dass er mehr oder weniger intakt angekommen ist. Okay. Schmeckt gut. Tolle Kreation. Ja, ein bisschen, also fast kein Matcha irgendwie, finde ich. Schmeckt nicht viel nach Matcha. Schmeckt mehr nach Yuzu als nach... Das ist das Zitrone. Zitrone. Orange. Und die Bohnenpaste schmeckt auch gut. Mhm. Ja, das mit der Bohnenpaste ist eine gute, gute Alternative, Idee. Ja. Das sollten die Bäcker in Japan jetzt immer machen, wenn sie kein Marzipan reintun wollen. Und dann halt Bohnenpaste reintun. Ganz schön süß ist Eine echt gute Erfindung. Ja, ich finde es normal gut. Aber nach Matcha schmeckt es nicht sehr viel. Nee. Finde ich auch nicht. Habe ich mir mehr erwartet, dass es ein bisschen mehr nach Matcha schmeckt. Ja, also finde ich auch, fast schade. Hätte mehr Matcha-Pulver. Deshalb haben wir Matcha-Tee. Genau. Genmaicha. Genmaicha. Mhm. Weil Gem ist Reis. Genmai ist dieser Puffreis. Mai ist Reis. Ja, so im Nachhinein kommt so ein bisschen der Geschmack. Ja, aber ganz zart. Mhm. Dafür, dass er so grün ist, finde ich schade, dass es so wenig nach Matcha schmeckt. Nee, mir kommt es gerade recht so. Also ich fand jetzt die Bohnenpaste als dominantes. Danach kommt es. Vorneweg sehr gut. Mhm. Jetzt den da. Ja, jetzt probieren wir den zweiten. Mit Mamas Lieb... Oh, schaut mal hier, ich krieg Bock. Keine Bohnenpaste. Oh, musst du noch ein Stück abschneiden. Finde ich, schmeckt ähnlicher als der hier jetzt, also zu einem deutschen Stoffeln. Wegen den Nüssen, denke ich mal einfach. Nein, nicht wegen der Nüsse, einfach geschmacklich so. Ja, geht auch gut. Ja, doch, also japanischer Stollen schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, überraschend sehr gut. Überhaupt, dass es das gibt, ja, fand ich überraschend. So, jetzt im Vergleich dazu. Muss Mamas hausgemachter Stollen dagegen ankämpfen? Ja, natürlich. Also mit Marzipan schmeckt es halt einfach am besten. Aber vielleicht nur, weil die Erinnerungen dazu mehr sind. Ja, weil man es so kennt. Mhm. Ja. Genau. Nein, aber so die Kombination aus Mandeln und Rosinen und Marzipan, das ist das Beste. Ja, und da sind ja genau Rosinen drin. Ja. Mandelstückchen. Und deshalb schmeckt es halt anders. Ja. Ich fand der Matcha, der hat sauer geschmeckt. Also säuerlich. Ja. Also, ja, genau. Echt? Ja. Finde ich jetzt nicht. Also vor allem die Bohnenpaste. Also die ist, fand ich. Also so im Vergleich. Ist der nicht so süß. Und hat mehr eine säuerliche Note. Ist aber auch nicht schlecht. Also hat er gut geschmeckt. Ja. Auch der andere. Also der schmeckt sehr gut. Mir hat der hier besser geschmeckt als der Matcha. Yuzu und Nüssen, Maronenmischung. Ja, weil hier ein bisschen der Matcha-Geschmack fehlt. Sonst glaube ich, wäre es eine super Note. Also das war eine gute Vielleicht Idee. Vielleicht gibt es ja noch bessere, teurere Stollen. Also teurere Stollen, wo du es gerade sagst, also die Stollen in Japan, die sind dermaßen unverschämt teuer. Ja. Was haben die gekostet? Weißt die du waren das? Jetzt nicht so teuer. Die Einheimischen oder die Importierten? Die Einheimischen, also die Bäckergemachten quasi. Die sind aber hier auch teuer. Ja. Ja. Vom Bäcker schon? Was hätte ein Bäcker gemachter Stollen hier so? Weiß ich nicht. Ich habe es bei Stollen. Stollen in Japan, die kosten 10 bis 20 Euro. Und das finde ich. Also ich meine, die sind dann halt auch schon irgendwie so groß, so wie so ein Laib Brot halt. Mhm. Aber trotzdem finde ich das etwas unverschämt teuer. Die haben jetzt, glaube ich, 800 Yen oder sowas gekostet. Einer. Was war das ungefähr? 6 Euro. Was haben wir da Materialansatz jetzt von unseren Sachen, von zu Hause? Das waren jetzt 4 so Stollen in der Größe, oder? Ja. 4? Ja. 4? Ja. Habt ihr auf einmal 4 Stück gemacht? Ja, das ist so eine Menge und dann habe ich 4 draus gemacht. Dass die nicht so groß sind, sondern schön klein. Also.
Also ich schätze mal, dass der, Einsatz nicht mehr als 10 Euro war, also von denen. Ja, aber selber backen ist immer günstiger. Okay, da dürfte das teuerste wahrscheinlich das Marzipan gewesen sein. Mhm. Dann erklärt doch mal, wie man Stollen macht. Das ist jetzt kein typischer Stollen, das ist ein Quarkstollen. Okay, das können die Japaner eh schon nicht, weil wir haben in Japan keinen Quark. Mhm. Und ich mache den gern, weil der ein bisschen, tatsächlich ein bisschen saftiger ist. Und normalen Weihnachtsstollen, den musst du ja vor Weihnachten backen und der soll länger liegen. Der sollte also ein paar Wochen liegen. Echt? Okay. Ja. Und, das galt eigentlich für alle Weihnachtsgebäcke, die wir haben. Das stimmt, das war früher, wurde das immer gesagt, dass die liegen sollen. Und das habe ich nie so wirklich verstanden. Ja, Lebkuchen zum Beispiel soll länger liegen. Zimtsterne sollen länger liegen. Ne? Also ich weiß es ja als Kind. Wir haben also schon im November, Anfang November, angefangen zu backen. Mhm. Und du konntest die Plätzchen letztendlich nach dem Backen essen. Ja. Und auch noch ein paar Tage länger. Aha. Und es gab Plätzchen dabei, die waren dann nach den 8 Tagen so hart, dass du sie wirklich gnadenlos runterbeißen musstest. Mhm. Aber nach 4 Wochen waren die wieder total weich. Das lag einfach an der gesamten Zubereitungsart. Ich denke, die meisten Plätzchen, die wir heute essen oder auch machen, die haben eine andere Zubereitungsart. Ja. Und deswegen sind die quasi durchgängig weich oder werden immer weicher. Mhm. Ja, nein, wegen der Zubereitung. Da war es echt auch so, dass man den irgendwie vor 4 Wochen im Voraus macht und dann liegen lässt, damit der Möbel wird. Ja. Ja, dass er auch zieht, dass die Gewürze besser reinziehen. Ist da eigentlich Alkohol drin? Nein. Okay. Das heißt, du hast den jetzt dann kurz vor Weihnachten gemacht? Genau. Und wie viel ist noch davon da? Ich habe ein halbes gestern der Uli mit und die anderen haben wir gegessen. Ja, so ist das mit den Vielfräßigen. Genau, also ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht, ob es halt am Marzipan liegt oder ob ich einfach nur die Stollen in Japan dann im Allgemeinen zu trocken finde. Aber nein, Stollen ist trocken und deshalb schmeckt es mir ja auch nicht normalerweise. Also es gibt noch einen speziellen Bremer Stollen, der heißt, wenn ich es richtig weiß, Bremer Glaben. Mhm. Und der ist quasi voll mit Rosinen. Mhm. Um da die ein bisschen Der hat dann mehr Feuchtigkeit. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man Rosinen mag. Mhm. Jo. Und ich habe den Stollen nur gemacht wegen dir und dem Papa. Ja. Weil ich bin nicht so der große Liebhaber von Stollen. So. Mhm. Also ich schon. Jetzt hast du doch viel davon gegessen. Ja, weil er sehr gut war. Und ich, ja, so ein bisschen kann man schon essen. Aber wie gesagt, normalerweise anderen Stollen esse ich nicht. Mir ist der zu trocken. Viele tun ja noch Butter drauf. Kann man auch. Buttern. Also gehen wir zurück zu den Japanern, die ihr Stollen wie Brot essen. Ja, könnte man machen. Weil wirklich, es gibt Leute, die Butter drauf schmieren. Dann kann man ihn auch toasten und Butter. Nee, toasten. Könnte man mal probieren. Wäre mal ein Ansatz. Ja, du weißt nie, wie es schmeckt, wenn du es nicht probiert hast. Ja, genau. Kann ich mir schon gut vorstellen. So. Das machen wir morgen. Ja, einmal grillen und dann, mit Butter drauf beschmieren. Kann ich mir schon gut vorstellen. Also wir haben ja als Kinder, weil wir es nicht anders hatten, eben keinen Toaster gehabt, sondern wir mussten es immer in der Pfanne machen. Aber wir haben dann eben unser Braunbrot, was dann halt auch schon ein bisschen älter war, erst mit Butter beschmiert und dann in der Pfanne angebracht als Toast. Das machen die Briten ja auch. Das macht auch einen total leckeren Geschmack. Ja, aber es trieft doch so. Ja. はい、ということでこの動画はここで終わりにします。ちなみに皆さんはシュトレンが好きですか？食べたことありますか？一番好きなシュトレンのブランドとかがあればコメントで教えてくださいね。それではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会えましょう。バイバーイ。